Hallo und herzlich willkommen Zurück. zurück zu Muffin TV mit Richtig. Marc und Steven. genau. So, Wir wir haben es geschafft, haben es geschafft. irgendwie einzustellen. Deswegen würde ich sagen, reden wir auch nicht großartig um den langen heißen Brei herum. Wir gehen mal einfach ins Spielgeschehen. Jo. Sollte eigentlich soweit noch alles Ganze mal funktionieren. Theoretisch ja. Theoretisch ja, theoretisch ja. Ich kann ja zum Glück mit meinem Handy endlich alles. Sieht gut aus. Ich würde sagen, dann herzlich willkommen erstmal zu unserem neuen Projekt. Und zwar Super Mario Bros. 3. Ein ganz alter Klassiker Oh ja. aus dem Ende der 80er Jahren, NES, noch für Nintendo die NES. Entertainment System. Richtig. Da haben wir schon sehr viel Spaß mit gehabt, auch damals als kleine Kinder. Oh, wer hat denn nicht alles das mitgezockt? Ich bin ehrlich, ich habe das erste Mal das richtig spielen können auf der SNES. Es gab da nämlich eine Kassette, die habe ich sogar auch zu Hause, Ah, ich glaube so wo All vier, Stars. genau, die Super Mario All All Stars. Stars, Genau. genau, die habe ich nämlich Genau. zu Hause, von dem her, ich kann das ganz entspannt zu so spielen. Ich kann immer noch sagen, hier, ich habe auch gekauft damals, Ja. von dem her. Also unser sämtliche Spiele, die wir hier eigentlich präsentieren und streamen, haben wir eigentlich original. Die klassischen Spiele auf Konsole, Super Nintendo und NES, hat der Marc im Original. Er hat auch eine Originalkonsole. Die auch, Also, die vor nicht allzu langer Zeit auch wieder instand gesetzt wurde. Sie läuft wieder. genau. Sie läuft Die wieder. wurde Das. schön restauriert und funktioniert wieder einwandfrei. Hat er gut gemacht. Falls ihr mal eure Konsole irgendwie restauriert haben wollt, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Wir würden auch den Kontakt weitergeben. Der hat eigentlich super Arbeit gemacht, muss ich sagen. Kann man wirklich empfehlen. Also So. es beläuft sich dann nur auf Materialkosten und Ja, vielleicht nur halt, Materialkosten und ein bisschen Trinkgeld, dann passt ja, es. Und Trinkgeld klar, sozusagen. Versandübernahme. Das ist natürlich was anderes. Aber Ja. ansonsten reine Materialkosten, weil das halt aus Spaß an der Freude macht. Genau. Ein bisschen experimentieren möchte wahrscheinlich auch. Ja, er ist auf jeden Fall ein gelernter Elektriker. Von dem her, er weiß, was er tut. Das ist immer das So. Wichtige. Also, wollen wir? Genau, Gut, also dann. unser neues Projekt, Super Mario Bros. Aus dem Ende der 80er Jahren. Ist wieder ein etwas anderes Handling natürlich vom Gameplay. Ja, merke ich auch gerade. Ich versuche gerade wie Super Mario zu Ja. spielen, weil. Ich drücke auf falsche Knopf, merke ich gerade. Ich glaube, wir haben. Wohlbemerkt, wir spielen halt mit Super Nintendo Controllern für ein Nintendo-Spiel, also NES-Spiel. Wir haben wohl eines vergessen einzustellen. Was? Und zwar die Turbo A und Turbo B-Taste. Ja gut, die brauchen wir ja nicht. Doch. Ah, die brauchen wir doch. Wenn du schneller laufen willst, vor allem wenn du. Nein, schneller laufen geht aber mit B. Gut. Du musst aber den NES. Ja. Gab's ja nur Kreuz A, B, da gab's keine Schultertaste. Diese Turbo-Funktion ist, glaube ich, nur, dass du das in schneller Geschwindigkeit dann läufst. Und was man hierbei auch berücksichtigen muss, es gibt bei diesem Spiel kein Yoshi. Genau, den da gab es ja noch gar nicht. Kennst du nicht den Trick? Das kannst du bei allen weißen Flächen machen. Hier ist so, wenn du den Trick machst, kommst du am Ende hinter diese schwarze Endwand und hast eine Flöte, wo du dann aussuchen kannst, welches Land du als nächstes So, hüpfst. warte, jetzt müssen wir eben gucken, wie warm das nochmal. Wie kann ich das da unten nochmal wechseln? Was habe ich gedrückt mit? Ich glaube Select. Was habe ich denn vorher gedrückt? Warte. B. Ah, ja, B. Genau. Und da hast du ja die Special Items drin.
Ach, jetzt weiß ich, was es da unten auf da steht. Das ist der Controller, das ist der NES-Controller, der da steht. Der da unten Synchro. Ja, ja. Ja, jetzt, das siehst du, dass er reagiert. Ja, ja, ja. Itch. Ja, ich hab. Achso. Ja, mit der A-Taste. Es ist erst ungewöhnt, gell? Ja, weil normalerweise bin ich gewöhnt mit der. Wie war das? Einfach genug Platz und dann fällst du hinten ran. Gut, jetzt allerdings musst du dann schnell zum Ziel durchrennen. B gedrückt halt für schnell laufen. Ah, das. Nur wenn du hinter dir in den Sachen bist, bist du geschützt. Nein. Interessant. Ja. Siehst du schon vorbei? Ich weiß nicht, ob es da war, aber es gab ein Level. Hier war es, glaube ich, nicht. Weil dann kommst du nämlich hinter dieses schwarze Ding. Läufst du dann weiter durch und hast dann bekommst du eine Flöte. Die kannst du einsetzen und dann kannst du Wirbelwind und kannst du Level auswählen. Flöte weiß ich noch, was das ist. Ja. Ah, ich hab grad das Auge. So. Ach, falsch. Ey, man muss sich jetzt wieder umgewöhnen. Ich drücke jedes Mal auf Y zum Schnellrennen, obwohl es. Wir können die Tasten ja auch individuell noch anpassen. Ja. Ich habe jetzt eine Original-Einstellung. Ja, du hast es gut gemeint. Den Rutscheffekt gab es ja auch schon. Kannst aber unten runterschlittern, indem du. Ja. Oder so. Aber ich glaube, da war eh nichts groß zu holen. Ah doch. Stimmt, da komme ich auch. Ja, wenn du jetzt mal nicht die ganzen Münzen vorher gierig genommen hättest, ne? Ah, egal. Wir müssen noch den Controller anpassen. Ich muss es eher. Ich bin's gewöhnt, dass wir auf Y schnell rennen und auf B springen. Können wir beim nächsten Mal machen, dann läuft das schon irgendwie. Ja, fürs nächste Mal stellen wir es einfach auf die gewohnte Einstellung. Ja. Und rutschen. Yippie. Sonst wird das hier nichts. Das war in falsche Richtung. Passt schon. So, ja. Machst du das unten gleich? Soll ich das machen? Wie du magst. Wir wechseln uns einfach mal ab. Achso, ja. Ha. Immer noch die Art. Also. Ach Gott, ey. Geschafft damals. Dann tut's mir leid, dass ich es verbuckt hab. Ja. Ja. Ich war gerade anders gewohnt. Es ist aber so, es war vorher so. Ja. Ja. Allerdings waren die Knöpfe nebeneinander. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel renne, wenn ich den Controller so schrie. So. Ja. Ich sag jetzt mal einfach, wir wechseln. Wir werden es beim nächsten Mal wechseln, ja. Und wenn du jetzt mal meine Hand beobachtest, wie ich den Controller halte zum Spielen. Marc. Wenn du jetzt meine Hand mal anschaust, wie ich den Controller halte zum Spielen. Schräg. Ja. Irgendwie ziemlich. Ja, wir tun es nachher. Tun es noch einmal. Definitiv. Boah. Ey, wir sind hier. Du musst da sanft reinspringen. Ey, wir sind hier schlechter als bei. Ah. Weißt du noch, wie das geht? Ja. Gerade noch so, ne? Ah, die kann man nicht machen. Schade.
8, hier war das. So, genau. Aha. Wusstest du das nicht? Ich hab mich mit solchen Sachen früher nie befasst. Und mit, wenn ich die jetzt einsetze, die Flöte, da kann ich, Ja, ich glaube, da kannst du ein, zwei oder drei Welten weiter. Ja, es war dieses, Art Tunnelsystem bei... bei dem Vorgänger, bei dem alten Super Mario, wo du dann schnell durch Röhrensystem Levels überspringen konntest. Du hast jetzt die Flöte, Du tust die Pickebox. Ich nehme jetzt mal die da. Oh. Bild. Ich glaube, die konnte man schon vorher einsetzen, bevor man reingeht. Richtig. Ja. Per B, genau. Genau. Also, das funktioniert. Ach. Gott, ey. Okay, darauf war ich jetzt gerade nicht vorbereitet. Ich hab den runterfallen. Aber rumgucken konnte man aber nicht. Einfach nicht. Das war dann einfach erst bei Super Mario World möglich. Ja. Nee, ich auch zum Flattern? Ja. Ja. Wir haben einen Zuschauer, sehe ich da. Wir hatten einen Zuschauer. Wow. Schade. Aber wir haben heute ein paar Zuschauer mehr, die mal kommen und gegangen sind. Ja. Eben, es liegt halt, wir müssen zeitlich streamen. Damit man uns sieht. Das hast du alles gemacht. Jo. Ja. Bleibt nichts anderes übrig gerade. Ja, ich werde jetzt die Flöte nicht einsetzen. Wir gehen jetzt den ganz normalen, regulären Weg. Ja. Weil hier gab es, glaube ich, auch nicht wirklich irgendwelche Special-Abkürzungen und sowas. Die gab es erst alles bei Super Mario World. Ja. Ah! Aber wenn du mal genau hinschaust, der kleine Mario, das sieht aus wie nur aus der ersten Mario Brothers Spiel. Ja, das dachte ich aber auch gerade schon. Oh, der gerutscht. Ai. Genauso wie der. Ja. Ich klopf mal an. Klopf, aufmachen, Alter. aufmachen! Gar nicht einsetzen gegen reservieren konnte ja nichts leider. Ja. War auch erst bei Super Mario World. Ich glaube, nach Super Mario World kam dann Super Mario 64, oder? Das war da, glaube ich, mal. Ja. Ah. Ah, genau. Hast du auch eine Flöte? Für unterschiedliche Level-Dinger. Stimmt, wenn du die alle holst, kannst du zack, überspringen. Ja. Ah, oh, ja, die Musik, die fand ich immer cool. Ich habe auch noch Oldschool. Ich muss aber sagen, die haben auch viel aus dem alten Mario-Spiel übernommen, aus dem ersten. Die haben viel aus dem ersten Mario-Spiel übernommen. Ja. Aber bedenkt, zumindest bei dem.
Zumindest bei dem. Ja. Wenn du bedenkst, dass das eigentlich Super Mario. Hä? Was hast du jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich rutschen. Achso. Wenn du bedenkst, dass es Super Mario Bros. 3 ist. Dazwischen kam ja der Zweier, der war ja wieder komplett anders. Wo du auch die Prinzessin steuern konntest. Ja, Mario, Luigi, Peach und Toad. Ja. Weil das Interessante an der Sache ist, sehr viele verwechseln Peach und Daisy. Daisy war ein eigener Charakter? Das verwechseln nur leider Gottes sehr viele. Warum gab's zwei? Es gab einmal Peach, das ist nämlich normalerweise die mit den Rosen. Rosa Kleid. Und dann gibt es einmal Daisy, das ist sozusagen die mit dem gelben Kleid. Es gab Prinzessin Peach und Daisy und beide mussten man retten. Und beide standen auf Mario. Oder wie jetzt? Wie genau das war, weiß ich leider nicht mehr. Hm. Auf jeden Fall. Das siehst du auch immer in den Mario Kart Version. Es gibt eine Brünette und es gibt eine Blondine. Die Blondine ist Peach und die Brünette ist Daisy. Ich glaube, die Peach war die ältere, Daisy war die jüngere. Ja. Ja. Nur, das muss man sich mal bewusst werden, das verwechseln leider Gottes ziemlich viele. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, doch, ich wusste, dass es Peach und Daisy war. Ist Super Mario 64 war es Peach. Oder? Ja. Ja. Daisy kam eher, glaube ich, in den neueren Teilen vor, kann das sein? Und Peach war in den alten? Jai. Das ist jetzt eigentlich wieder so. Ja, wie soll man das am besten sagen? Du hast jetzt nämlich zum Beispiel auch bei den Gameboy-Spiel Super Mario Land. Ja. Da rettest du nämlich immer Daisy. Komisch. Also ist halt ziemlich. Ja. Ich muss mal schauen. Wiederum bei Super Mario bei Super Mario Kart für die SNES. Da heißt dieser Charakter nicht wiederum Daisy. Okay. Muss ich mal im Internet schauen. Und vor allem, von wem kommt Daisy? Wie gesagt, es sind zwei Charaktere, das verwechseln. Aber in den alten spielen wir was eigentlich überwiegend. Eigentlich Peach. Nun gut, ich habe ja keine andere Möglichkeit. Yep. Das heißt, ich starte mit dem Dings. So. Du bist dran, ein Häuschen holen und dann darfst du dich ins Schloss des Schreckens begeben. Yay. Pickebox. Pickebox, nicht Pickaboo. Pickaboo. Den da. Oh. Ein Feuerbuch, immerhin. Das nehme ich mal. Immerhin. Gott, siehst du rot aus damit. Wie sich Toad doch immer aufregt. Ja, über diese fliegende Schiffe. Das sieht irgendwie voll knallerrot aus mit der Feuerblume. Ja. Ich glaube, das hat man damals noch nicht so richtig hinbekommen. Ah! Jetzt sieht er wieder normal aus. Das war nicht cool, da kannst du auch gut Punkte sammeln. Ja, einfach stehen bleiben. Ja. Eieiei. Wenn sich das Schiff nicht so bewegen wird. Wusstest du eigentlich, dass du mit den Rotorblättern da unten eine Bekanntschaft machen solltest? Nein, du bist ja tot. Boah. Hast du gesehen? Was war das jetzt bitte für eine Cheaterei? Keine Ahnung. Hallo?
auch schon so ein bisschen an die Physik gedacht. Ein bisschen, ja. Dass er abschießt und dann halt wieder in sich schräg. Richtig. So. Viel Erfolg. Ah, ja, was ist mit den Umstellen mit den Tasten? Das ist... Das war dann immer cool, dass du dann immer weggeschossen wurde und dann darfst du nochmal den Weg laufen. Das müssen wir nämlich dem Schiff hinterherlaufen. Das geht erst, glaube ich, auf, wenn du... Nee, weißt du, warum das nicht aufgeht? Warum? Weil wir das hier nicht regulär gemacht haben. Das da. Das Schloss? Das da, ja. Was heißt nicht regulär? Ich bin ja oben durch diesen Secret-Ausgang gegangen. Das war in dem Fall der Unterschied. Ich bin ja durch den Secret-Ausgang rausgegangen und hab da Flöte kassiert. Das war nämlich in der Hinsicht, wenn man jetzt den regulären Boss fertig gemacht hätte, dann wäre das was anderes gewesen. Auch das berühmte System. Dreimal springen tot. Ja. Ja. Das haben die auch bei Super Mario. Ne, das haben nicht bei Super Mario World übernommen. Das war ja. Das haben sie bei Super Mario World eigentlich schon übernommen. Aber nicht bei allen. Diese Plattform, wo du sich hin und her bewegst mit dreimal springen, kriegst du sie. Ja. Oh, thank you, heavens. I'm back to my old self again. Thank you so much. Here's a letter from the princess. Echt? Show me. Aber voll. Ja. Greetings. Toadstool. Toadstool ist nämlich... Toadstool ist schon wieder eine andere. Das ist eigentlich die Vorversion von Peach. Von Peach, ja. Ja. Sollte aber nochmal Peach beziehungsweise sein. Prinzessin Toadstool ist eigentlich Peach. Es ist halt nur eine ursprüngliche Bezeichnung gewesen. Genau. Oh, ein Powerflügel. So wie Mario eigentlich nicht von Anfang an Mario hieß, sagen wir mal so. Da war ja dieser Klempner. Ja. Weil du musst schon drücken, sonst geht's nicht weiter. Ja. Ah, du bist noch dran. Ja, du bist noch dran. Ich finde diese tanzenden Palmen, die fand ich damals schon immer so lustig. Und wir verbiegen uns mal einfach mit dem Stamm. Ja. Und wir tanzen mal durch die Gegend. Da kommst du nicht lang. Schade. Ich glaube, da war das auch mit Treibsand. Ja, dann. Und mit den Idioten. Mit diesen Kleinen. Ja. Was waren die denn? Wie hießen die denn? Das könnte ich dir gerade leider nicht sagen. Die Koopa Troopers waren ja erst später. Ah doch, Koopa Troopers sind ja auch das stimmt. Troopers. Koopas, Koopas? Koopas. Koopa. Sprung. Ich finde es eigentlich gut, dass sie es damals mit so einer Rolle gemacht hat. Ja. Aber hier nicht gemacht. Lang der Stern. Nee. Aber der hat auch nicht den Sinn, dass du dadurch Punkte extrem sammelst. Ich glaube, der wäre heiß geworden. Jupp. Hießen die Goombas? Die komischen Köpfe da, oder? Ja. Das sind Goombas, ja. Eigentlich im Sinne. Aber so hießen die auch im Dings im Super Mario Brothers Film. Ja. Auch ein. Da sind
Gras, aber so komische große Viecher. Ja. Oh, hallo? Viecher in Anführungsstrichen, das sind ja eigentlich mutierte Viecher. Wirklich Viecher. Es sind ja eigentlich mutierte, also umgewandelte Menschen. Das sind ja Viecher. Ist dann immer mies, dass zum Schluss, je nachdem immer noch was ist. Ja, ja. Wenn du dann denkst, jetzt rennst du los und ha. Allzu lang machen wir es aber auch nicht mehr. Ne, jetzt haben wir 49. Ging das nochmal? Wann muss ich den drücken? Wenn. Warte, jetzt. Wenn er jetzt, der andere Teil unter mir jetzt, ist. Jetzt. Nein. Ah, es war ein Tick zu spät. Aha. Es war ein Tick zu spät. Ich denke mal, wir machen es bis zur Burg. Ja, bis zur Burg und dann dürfte es Ende für heute sein. Das finde ich eigentlich gemein, dass wir da oben was eingebaut haben. Magst du nicht da den Pilz holen? Welchen Pilz? Den da? Ah! Ja. Nein, mag ich nicht holen. Ja, gut. Oh. Hm. Siehst etwas schlank aus. Ja. Au, bye, bye. Au, bye, bye, ja. Oh nein. Oh nein. Ah. Das kannst du. Und wieder. Das war jetzt gemein. Wann kam Super Mario World raus? Super Mario World oder Super Mario Brothers? World. War schon in den 90ern? 96 oder früher? 94? In den 90ern. Ich habe die erste Hälfte von den 90ern. Wenn du bedenkst, das kam 88 raus, oder? Ja. Mal gucken mal. Und dann, wie grafisch der Vorsprung auf einmal war zu Super Mario World. Ah, da haben wir mal ein Spezial. Ja, also nochmal. Flip over. Ah. Sag mal, nur so viel Versuche, das schon. Du hast nur zwei Versuche. Also, wenn du zweimal daneben haust, dann ist rum. Bleibt es aber gleich, wenn es wieder auftaucht, oder? Ich meine ja. Die haben sie auch mit übernommen. Bisschen grafisch noch ein bisschen besser. Ja. Die haben sie auch ein bisschen modifiziert. Ja. Die kleinen Bubus. Die sind immer noch gleich, aber sie sind schneller als sonst. Die sind schneller als, ja. Als in der Nachfolgeversion, ja. Boah! Oh! Heidenei! Ah. Hat ja so viel gebracht, der Pilz. Ja, ich hab gedacht, der kommt so schnell runter, dass ich jetzt rüberspringe, aber wäre ich doch unten durchgegangen. Ja. Hier, diese Tür. Ich würde sagen, das ist eben ein bisschen grafisch verbuggt. Ja. Verbuggt nicht, die sind so. Die haben sie übernommen. Weites geht ja. Weites gehen. Der springt. Ja. Oh. Continue, dann kriegst du glaube ich wieder neue Leben. Ja. Damit ist alles, was du gemacht hast, fake. Dann aber auch das da. Thank you.
Cool. Das ist nur eine Frage des Timings. So, ich darf ich jetzt hier mit den Tieren schlagen, oder was? Da waren aber auch noch die Levels relativ klein. Du. Was? Die Levels waren relativ klein. Ja. Nicht gerade ganz ohne. Ja. Funktioniert das nicht so einfach? Hallo? Guck doch nach oben! Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber es läuft. Läuft. So, jetzt haben wir dann nämlich auch das Ding frei. Also da unten. Halt die Tür frei. So. Ich würde sagen, du darfst dich da unten nochmal an den Tonhäuschen bedienen. Und dann. Denke ich mal, dürften wir für heute so langsam mal Richtung abschließendem Abschluss kommen. Genau. Oh, ein Pilz, wie süß. So, ja. Ich switch kurz mal. Ja, weil das in dem Fall etwas kompliziert ist. Etwas komplizierter ist. Aber ist jetzt nicht so dramatisch. Genau. Ah. Ja, boom. Full Beat. Jetzt nehmen wir mal hier hin. Gibt es irgendwie einen Rasierbutton? Safe State. Das war ein Rasierbutton. Das war ein Rasierbutton. Ein Shave-Button. Ein Shave-Button. So. Mhm. Gut. Ja, dann hätten wir es jetzt endgültig für diese Woche. Also wir haben jetzt in der Hinsicht ein bisschen was vom neuen Projekt jetzt angefangen. Ja. Auch auf jeden Fall. Nicht gerade so ein Kavaliersdelikt ist, während deiner Live-Show einmal mal direkt das Projekt zu wechseln. Ja, aber. Also am sauberen Abschluss müssten wir noch ein bisschen üben. Ja, aber sonst. Beim nächsten Mal tun wir noch die Controller ein bisschen mehr bearbeiten. Ein bisschen anders einstellen und auch equip-technisch. Ja, das stellen wir auch noch ein, ein neues Headset. Aber das können wir vielleicht nachher noch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, danke fürs Zuschauen. Genau. Danke an unsere neuen Follower. Er ist schüchtern. Nein, nicht Zuschauer, wir haben einen neuen Follower. Ach so, neuen Follower. So, ja, gut, schön, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Samstag zur gewohnten verspäteten Zeit, aber an mir soll es nicht liegen. An mir soll es auch nicht liegen. An den nächsten. Ja, dann müssen wir noch das und das und das und das. Und das, okay. Also, dann mal gute Nacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Adios, amigos, nochmal.